Oh, die Tür ist ja... Oh, der Briefkasten ist toll. Willkommen, willkommen. Meine Güte, Honey, schön, dass du hier bist. Dein Aufbau ist fertig. Oh, Honey, dein Heim ist jetzt einmal so viel heimeliger. Ja, ja, Zeit für die Zahlen. Ja, ja, die Kosten für den Ausbau betragen 498.000 Sternis. Taschengeld also. Nein, nein, du kannst bei mir nicht bar bezahlen. Bezahl bitte am Geldautomaten am Postamt. Vielen Dank im Voraus, Das passt zu diesen ganzen Royal-Möbeln. Wie schick. Royal-Fassade, ein Royal-Briefkasten. Aber ich suche halt immer noch nach einer eventuell anderen Fassade in Braun. Das ist sehr hübsch und so. Es passt aber nicht in unseren Einrichtungsstil. Der weiße Boden ist ganz hübsch. Aber da hätte ich auch gerne eher was Braunes. Oh Gott, nein, bloß nicht mit dem Otter reden. Und vielen Dank. Ja, der Witz ist so flach wie mein Geldberg gewesen. Das ist korrekt. So, dann gleich ins Postamt noch vorbeiklingeln. Palim, palim. Hallo, Pally. Willkommen im Postamt von Pilzdorf. Was möchtest du tun? Briefe versenden. Gerne, wir sollen dann Post von dir bekommen. Jemand in Pilzdorf. Das ist kinderleicht. Wähle einfach die Briefe, die du versenden möchtest und dann ab in den roten Briefkasten damit. 1, 2, 3, 4. Bestätigen. Tada! Gut, ich werde diese Post für dich verschicken. Danke für deinen Besuch im Postamt von Pilzdorf. Yay! Was, wer hat Geburtstag? Irgendjemand hat Geburtstag. Cookie Nascha 0701 hat Geburtstag. Also, heute am... Heute ist ja... Was haben wir? Heute ist ja 14. Juli. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. So, dann gehen wir noch bei Nook und Nook vorbei. Nook und Nooks. Heimwerker Gartenbedarf. Willkommen, willkommen, ja, ja. Das ist ja schön, dass du wieder vorbeischaust, Mann. Ja, klar. Oh, Pünktchensachen. Oh, Musik. Die sieht ja awesome aus. Ah, Herr KK. Eine gute Wahl in der Tat. KK klingt fast wie Herr DK. Der Preis, das ist 3200 Sternis. Kommen wir so ins Geschäft? Erstmal Probe hören. Das ist eigentlich so ein Kevin-Song. Den können wir Kevin schenken. Ja, nehmen wir mit. Vielen Dank für deinen Einkauf, Mann. Ich bestätige hiermit von dir, 3200 Sternis erhalten zu haben. Funkelnde Sternis und so. Pünktchen! Ah, der Pünktchen-Kommode, war. Das ist eine gute Wahl in der Tat. Für nur 2400 Sternis gehört das Item dir, war. Habe ich dein Interesse geweckt? Nehme ich! Vielen Dank, Mann, für deinen Einkauf, ey. Voll Töfte. Ich bestätige hiermit von dir, 2400 Sternis erhalten zu haben, Mann. Totempfahl, ja? Awesome. Spielzeuguhr. Die war für Barry. Ein kleiner Hocker. Den Stuhl, den haben wir schon. Der ist schick. Ich würde mal Möbel bestellen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gucken wir mal ein bisschen bei Tapeten vorbei. Die Himmeltapete. Eine gute Wahl in der Tat. Ich glaube, die hast du schon mal gesehen. Die hat dir nicht gefallen. Ja, die hat mir nicht gefallen. Die will ich auch nicht. Okay, da tut mir leid, Mann, ey. Guck dich mal in Ruhe um, ey. Die anderen Sachen sind auch voll krass, Mann, und super. Das ist eine Minimaltapete. Die kennst du auch schon. Die hast du sogar selber. Da brauchst du die nicht, ja? Ich habe hier gewusst. Ich wusste es. Ich weiß sowas. Nepp weiß es halt. Ich würde mal, ich weiß nicht, gerne rosa Möbel bestellen für Quacks. Weil ich würde dann mischen weiß, Royal Möbel und ein bisschen was Rosanes. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen mehr Sachen dort. Die Amorbank. Also sie hat jetzt den Royalschrank. Und sie hat dann den Royalstuhl und dann kriegt sie noch die Royal, würde sie eine Royalbank kriegen, aber sie kriegt die Amorbank, weil das mit dem Weiß und das passt ganz gut. Arbeitslampe, Astrobett, Azurbank, Azurbett, Azurregal, Azurschrank, Azurstuhl, Babybär, Ballonbett, Ballonmöbel sind komisch. Bergkiefer, Bonsai, Blattbett war hübsch, Blockhaus, Bumerang sah komisch aus. Dann könnten wir das bei ihr halt vielleicht so ein bisschen heimlicher. Ach, guck mal, wir haben sogar einen Bürotisch, den wir bestellen könnten. Das wäre dann was für unser Büro. Aber dafür brauchen wir erstmal ein zweites Zimmer.
Cello, Cembalo, Designeranlage. Wieso kann ich die Designeranlage bestellen? Wann habe ich die denn besessen? Okay. Das sind die ganzen Designermöbel. Doppelbücherregal, Drachenfigur, die schöne Duftlampe, Dusche, die Duschkabine, was ist hier alles? Selbst Eierkörbchen kann man... Nee, das kann man nicht bestellen, das ist nur im Katalog, ja? Ein Einmachglas, ist klar. Die Eulenuhr war so awesome, ein bisschen gruselig. Der Froschstuhl, der gehört Mischka. Gewürzständer, Glücksfrosch, Glückskatze. Die Glückskatze zu unserer Quacks, nee, ich weiß nicht ganz. Gummibaum, Käfig Hafer. Das sind so ein bisschen gruselig, die Sachen, die es hier gibt. Ja, der Herzchenschrank. Wir haben aber nur so wenig Herzchenmöbel. Also sie hat jetzt den Royalschrank. Da reicht das eigentlich auch. Kiwi-Sachen. Was haben wir eigentlich von den Royal-Sachen? Royal-Lampe, Schrankstuhl haben wir ihr gegeben. Die Royal-Lampe könnten wir noch bestellen. Mhm. Was würde sonst noch irgendwas dazu passen? Haben wir irgendwie eine Royal-Tapete? Irgendwas, was dazu passt? Die sind ja schick. Das würde passen? Na, das würde passen zu den Royal-Möbeln, so eine Klassik-Tapete. Wir gucken mal, ob sie die Möbel austauscht. Sie tauscht sie wahrscheinlich nicht aus, könnte aber sein. Wenn sie die austauscht, dann sieht das auf jeden Fall gut aus. Liebes bisschen. Rokoko-Teppchen, Pünktchen-Teppich. Laborboden, Kuhfell-Klassik-Teppich. Kinderteppich, Keramikfliesen. Herzchen-Teppich, Flechtmatte, Edelteppich. Boxmatte. Da würde ich fast schon den Ausstellungsboden sogar nehmen. Den haben wir ja, glaube ich, sogar irgendwo bei uns rumfliegen. Ich weiß es nicht. Das passt auf jeden Fall erstmal so. Ach, man kann sogar Musikstücke bestellen. Das ist ja cool, weil ein paar davon haben wir ja noch nicht. Also, die habe ich ja zur Ruhe umgewandelt. Ich denke mal, das sollte reichen. Damit können wir ganz gut arbeiten. Okay, dann würde ich mich jetzt rüber zu Gerd machen. Die Harfe würde auch passen, die Farben, ja. Hi, Gerd. Oh, wie schön, die Blume. Willkommen, ja, ich bin's Gerd, der Gärtner. Ja, oh mein Gott, die Blume, der Baum vielmehr. Mal sehen, was haben wir da? Das ist ein Ahorn-Bonsai. Das ist quasi ein Ahorn, nur in Kleider, ja? Dafür nehme ich. Ah ja, genau, 1700 Sternis. Alter, wie Gerd guckt so. Ja, ich hab eine Idee. Ja, ich, hallo, mir ist das gerade eingefallen, da freue ich mich drüber. Und wie er mich anguckt. Komm, willst du hier, Chef? Ein bisschen psychopathisch. Ja, danke. Juhu, danke. Alter, die Augen von Gerd. Habt ihr die Augen von Gerd gesehen? Ey, Wahnsinn. Mal sehen, was haben wir da? Das ist eine Axt. Dafür nehme ich. Ah ja, genau. 400 Sternis. Komm, willst du hier, Chef? Ja. Danke. Ja, ich habe passlich Farben gesagt, weil ich irgendwas gelesen habe. Ich kann nicht nebenbei. Ich kann nicht lesen und reden. Das geht nicht. Ich hätte gern noch das Bäumchen. Ah, das ist ein Zedernbäumchen voller Nadeln und ein Träumchen. Piekst du dich daran, wachst du auf. Und da gibt es keinen Rabatt drauf. So, dafür nehme ich. Wie immer die klassische 60 Sternis. Wo willst du, Chef? Ja, klar. Juhu, danke. Ja, bei den Büschen bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht, wo ich zwischenlagern soll. Ich kaufe die mir erst Stück für Stück, wenn wir die Stadt gestaltet haben. So, Gerd, dann mach's mal gut. Juhu, schau mal wieder rein, Mann. Dann kannst du nämlich rausschauen. Danke, Gerd, für diesen Beitrag. Ach, da läuft immer noch Quentin rum. Gucken wir uns mal um, was es hier eventuell Schönes gibt. Oh, hallo. Ist das eine Steampunk-Brille? Das ist eine Steampunk-Brille, ne? Die ist creepy. Die Sonnenbrille ist cool. Die Sonnenbrille sieht cool aus. Rotkäppchen. Ar Mexico. Burrito, 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 burrito. Okay. Nee, da ist nichts dabei, was ich haben möchte. Ich hätte es halt mit Leib, Seele und Augen dabei. Der Rock. Herzlich willkommen. Der Rock, 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 der Rock. Den will ich haben. Ah,
ein Fliegenpilzrock. Hübsch, wie putzig er wirkt, findest du nicht? 360 Sternis kostet er. Ja, nehme ich sofort. Vielen Dank. Stimmt genau. Oh, die sind ja süß, die Kleider. Das ist ja auch süß. Toll, wie formell das Sonntagskleid wirkt. Hm, 720 Sternis. Erstmal anprobieren. Das sieht wirklich total süß aus, das Sonntagskleid. Du siehst hinreißend aus. Dafür würden wir 720 Sternis berechnen. Nehm ich. Vielen Dank. 720 Sternis, stimmt genau. Das ist ja auch süß. Ah, ein Alpenkleid. Gefällt es dir auch so gut, wie kultig es wird, ha? Mit dem passenden Accessoire wäre das Alpenoutfit einfach nur perfekt. Wäre das nicht zauberhaft? Der Preis liegt bei 640 Sternis. Lass mal anprobieren. Jo, mein Kruzifix noch einmal. Ich sehe auch hinreißend aus damit. Ein paar Zöpfe und die Hütte, die bin ja richtiger Zipfelklotzer. Ja, will ich auch haben. Vielen Dank. 640 Sternis, stimmt genau. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Danke, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. So, dann gucken wir nochmal bei Schubert vorbei. Mal schauen, ob er vielleicht was Passendes dazu hat. Oh, blau gestreift. Schick. Immer rein in die gute Stube. Blau gestreift Socken. Und dazu blaue Schüchchen. Nicht übel. Oh Gott, wie spät haben wir's? 19 Uhr, das ist super. Das bedeutet, wir haben schon wieder eine ganze Stunde in der Stadt verbracht. Für einen ganzen Tag. Ja, danke, komm mal wieder vorbei. Nee, da ist nicht wirklich das, was ich haben will. So, dann, ich habe doch noch ein Fossil ausgebuddelt, ne? Eins zumindest. Ist die Sache nicht dabei, aber das muss ich noch pflanzen. Ach, das mit dem Fossil machen wir mal wieder extra. Aber wir gehen trotzdem da rein. Wir gehen da trotzdem rein. Weil wir haben die Pünktchenkommode. Und wisst ihr, wo die jetzt reinkommt? Richtig, in unser Pünktchen-Ausstellungszimmer. Das ist ja ein hübscher Stuhl, der ausgestellt wird. Wuhu! Was ist das? Ach so, ja. Mensch, ich habe ja nicht mehr das Muster im Hintergrund. Das. Ha! Und das ist ja jetzt ersetzt durch das da. Hahaha! Ja, das sieht natürlich jetzt etwas seltsam aus. Das muss ich dann noch überarbeiten. Das machen wir auch gleich. Ich hole mir dann eine Tapete. Pünktchenkommode. Wundervoll. Da muss sowieso, wir brauchen noch eine vernünftige Pünktchentapete. So, dann wollen wir uns mal hier in unseren Schrank stellen. Überhaupt meine Klamotten. Habe ich meine Kreissäge? Da ist das Sonntagskleid. Dann kommst du dahin und du dahin. Der Fliegenpilzrock kommt zu den Röcken. Hatte ich irgendwo Röcke? Da hatte ich Röcke. Jawohl. Das möchte ich jetzt ganz gerne in Kombination anziehen. Ich glaube, besser geht's einfach nicht mehr. So. Dann, da ist der Ahornbonsai, da weiß ich noch nicht, wohin damit. Die Gartenprimel heben wir einfach mal auf als Accessoire quasi mit. Kommst da hin. Wir müssen die Fossilien noch wegsortieren, Leute. Hier hin. Ja, die Falle, die verkaufen wir dann halt. Die Birnen verkaufen wir auch, das Musikstück für zu Hause, das pflanzen wir. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir eine passende Tapete finden. Ich glaube, ich habe mehr Böden als Tapeten. Schauen wir einfach mal, welche von den Tapeten eventuell... Ja, ich habe nur noch zwei Tapeten. Ich kaufe immer so wenig Tapeten, die gefallen mir immer alle nicht. Ja, das perfekte Sophie-Cosplay, ne? Super awesome. Halt, an die Wand. Würde passen? Nee, nicht so. Aber die Azur-Tapete passt. So schön sauber. Und das Blau, das sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, das ist hübsch. Ja, Pünktchentapete eines Tages.
Eines Tages werden wir auch noch eine Blümchentapete bekommen. Eines schönen Tages. So, halt, dann packen wir dich wieder weg. Ein bisschen mehr Vorrat an Objekten sollten wir uns schon behalten. So, hier gibt es ja, das interessiert mich nicht so. Da ist ein Teppich. Uhuhuhu, willkommen im Obergeschoss des Museums von Pilsdorf. Hier findest du den Museumsladen sowie unsere Räume für Sonderausstellungen. Möchtest du etwas kaufen? Das ist ein Fossilienboden. Mit diesem Angebot feiern wir das 30. Fossil, das für unsere Sammlung gestiftet wurde. Preis 1600 Sternis. Ach komm, nimm mal mit. Was man hat, hat man. Alles klar. Danke für deinen Einkauf. Uhu. Gleich mal angucken, wie das aussieht. Ja, so macht man das nicht. So macht man das nicht, Honey. Nee, so nicht. Okay. Oh, wow, der sieht ja cool aus. Er ist cool, den heben wir auf jeden Fall auf. Der ist echt cool. La 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 la. So, das wird weggelegt. Verkaufen, verkaufen, das könnten wir aber... Hatten wir nicht immer hier so da, wo wir Sachen verkauft haben? Genau. Das müssen wir noch einpflanzen, das brauchen wir für zu Hause. Ich lasse mal gerade die Sachen hier, aber wenn ich Leute besuchen will, sollte ich ein leeres Inventar haben. Wenn ihr irgendwie wollt, dass ich euch irgendwas mitbringe oder schenke von den Sachen, die ich dabei habe, könnt ihr mir das halt dementsprechend ja immer noch schreiben. Das kann ich ja dann aus dem Bahnhof holen. Ansonsten würde ich mich jetzt aufmachen und gucken, wer gerade online ist. Öffnet euren Bahnhof, please. Please open your train stations. I will come to visit you. You and your home. Damit ihr Zeit habt, das zu tun, eure Nintendo 3DS anzumachen, eure Internetverbindung zu stabilisieren. Hab ich gerade eine Eule gehört? Puh, eine Eule! Spendenaktion. Ah ja, okay, gut. Hallo Eule. Damit ihr Zeit habt, das zu tun, werde ich jetzt erstmal die Aufnahme stoppen. Wünsche den Let's Play-Zuschauern noch einen wundervollen Tag. Wir sind das nächste Mal wieder bei Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, kommentiert habt, bewertet habt, zugeschaut habt. Ja, und hier im Livestream geht es jetzt gleich weiter. Bye!